Die ganzen Farben hier schon wieder sehe. Hast du auch ein bisschen Angst jetzt? In der Pressekonferenz? Zobel, ey. Ich habe überhaupt gar nicht einen richtigen Grund, Angst zu haben. Du weißt genau, dass ich... Wegen dir sitze ich jetzt hier und ich hätte was schon so schön auf dem Weg nach hier. Wieso? Es ist so affig, nur weil du nicht Radfahren kannst. Mensch, wo ist denn der Wolfgang jetzt wieder? Das nervt mich schon wieder. So, oh. So, hallo, servus. Wolfgang. Ulle, Zobel. Warum liegt hier überhaupt Strom? Ja, egal. So, hallo, vielen Dank für die Einladung ans Sportgate-Team zur Pressekonferenz heute hier mit meinem Schützling Ulle. Wir wollen der Hetzjagd ein Ende machen. Ulle, du sagst ein paar Worte. Epochal neu ist für uns, für den deutschen Radsport, wir machen ein Interview. Das heißt, A, die Reporter dürfen Fragen stellen und B, die epochale Änderung, sie dürfen Fragen zum Radsport stellen. Ich weiß, es ist ungewöhnlich für dich, aber du kriegst es hin. Herzlich willkommen, meine Freunde von der Presse. Bei einigen von euch freue ich mich, euch zu sehen, bei vielen anderen eher gar nicht. Ich sehe hier in der Runde einige Gesichter, mit denen ich schon viele üble Erfahrungen gemacht habe. Ganz anders hingegen hier, Herr Müller von der Apothekenumschau. Wir sind wirklich so. Gute Zusammenarbeit über die letzten Jahre. Ja, warum wir eigentlich hier sind, ist relativ... Was ist das? Trink das einfach und frag mich und machen wir weiter. Und ja, jetzt kommt wieder die Heulnummer. Kennt man ja. Ich weiß nicht, also der eine oder andere hat jetzt vielleicht hier ein bisschen Mitleid. Aber was soll ich denn bitte sagen? Ich war immer ehrlich. Ich habe überhaupt gar nichts zu verbergen. Und jetzt alle hacken auf mir rum. Dabei bin ich einer, wenn nicht gar der beste Radfahrer in der Welt. Und jetzt zum Beispiel der Lance Armstrong. Ohne dich hätte es die Deutschlandtour vielleicht gar nicht. Ohne gegeben. Mich hätte es. Vielleicht die Deutschlandtour gar nicht gegeben. Vielleicht die Deutschlandtour gar nicht gegeben, habe ich gehört. Und da bin ich stolz drauf. Kann ich wohl auch sein. Und ich sage jetzt mal abschließend, ich bin froh, dass es auch zwischen den ganzen Miezen noch Männer gibt im Radsport. Nochmal. Auch für die Kollegen der internationalen Presse, I'm clean. Und wenn jetzt der eine oder andere von euch noch meint, irgendwelche wieder sinnlosen Fragen zu stellen, bitte, dann müsst ihr jetzt fragen. So, jetzt der hier in der Mitte, die Frage bitte. Ja, Ulrich, du trainierst ja gar nicht mehr auf Mallorca und bist aber immer noch so braun. Wie machst du denn das? Also das ist ganz einfach. Ich benutze diesen Stick. Der macht schön braun. Das ist das Geheimnis. Von der Firma Criola. Criolan. Frage beantwortet? Ja, danke. Jetzt der Herr hier rechts, bitte. Schmitz von Doping24.de. Ulrich, was verstehst du unter Doping? Soll ich antworten? Was ich unter Doping verstehe. Doping ist für mich... Was ist Doping? Wenn... Ja, finde ich auch. Sollen wir die nächste Frage machen? Ne? Also ich denke, der Zuschauer hat verstanden, was ich sagen wollte. Ja. Frage beantwortet.
Noch eine Frage? Ja, Maya vom nordrhein-westfälischen Fahrradmagazin. Es gibt ja die These, dass man die Tour de France nicht ohne Doping gewinnen kann. Was sagen Sie denn dazu? Ja, in erster Linie sage ich dazu, dass ich auch eigentlich immer Zweiter geworden bin. Außer 97, da haben Sie gewonnen. Ja, da habe ich einmal gewonnen. Aber bitte, man muss auch mal das jetzt sehen. Ich bin der weltbeste Radfahrer. Ich glaube, es gibt wenig Leute oder niemanden mit einem ähnlichen Talent. Und wenn man wie ich auch mal hart trainiert und nicht wie der Zobel hier sich lieber eine Woche lang von einem Kollegen den Hintern eincremen lässt, anstatt zu trainieren, dann kann man auch was werden. Es geht nur darum, dass man hart arbeitet. Wenn ich im Fitnessstudio bin, dann sitzt der Zobel hier auf dem Heimtrainer, ein Porno dabei und meint, er leistet sonst was. Das ist nix. Morgens erstmal wach werden und schön eine halbe Stunde Sonnenbank. Bei ihm ist das keine Farbe. Hier, bleibt alles dran. Ja, bitte. Und ich bin die menschliche Maschine. Und ich muss mir hier was vorwerfen lassen. Das ist unglaublich. Guck dir nur mal deine Frisur an, du Wumpe. Das ist unfassbar. Komm, Leute, ich glaube, wir sind jetzt langsam auch mal durch hier. Danke, dass ihr alle da wart. Ich glaube, nun ist es wirklich mal klar geworden. Moment. Aber irgendwie... Ja, hier, Wolfgang habe ich nicht erwähnt. Ihm schulde ich auch wirklich eine ganze Menge. Da hat er jetzt recht, dass er hier einschreitet. Da bedanke ich mich auch, Wolfgang. Ulle. Du bist ein bisschen wie ein Papa zu mir gewesen. Ja, und ich deswegen habe ich dir die Gummibärchen gebracht. Die grünen, von denen du grün gepinkelt hast. Die Gummibärchen, ja, lecker. Warum Gummibärchen? Warum waren wir denn so oft in der Freiburger Klinik? Ich denke, mein Knöchel. Dein Knöchel? Mhm. Du hast und wer hat irgendwas an deinem Knöchel gemacht? Ja, du hast gesagt... Ja, was war denn mit dem ganzen Porsche-Scheiße und dem ganzen Mist, wo du irgendwie gesoffen hast und vorher irgendwas genommen hast, wo du mich noch gefragt hast, was das ist? Hast du da irgendwas, hast du mal irgendwie... Ja, aber du, ich hab... Wolfgang! Du hast überhaupt nichts gefragt. Wolfgang, ich hab immer gefragt, ist das gut für mich oder ist das böse für mich? Aber und du hast immer gesagt, nein. Du musst einfach mal einsehen, du musst mal die Augen aufmachen. Wer ist denn der beste Radfahrer hier? Ja, das wissen wir ja, das bin ich. Ich bin eine Maschine. Eben nicht, Alter. Was du alles dir reingefahren hast, was du alles gekriegt hast, dir kann man doch geben, was man will. Du nimmst alles, du denkst ja nicht einen Millimeter nach, du hast dir überhaupt gar keinen Plan. Der einzig gute Radfahrer aber hier am Tisch ist Zobel. Zobel kann Radfahren. Wenn sich der das reinfahren würde, was du dir reinfährst, kann nix. Der würde das 12. Mal in Folge mit mir die Tour de France gewonnen haben. Der würde alles abräumen. Da würde es richtig zur Sache gehen und ich könnte mir viel mehr Kohle reinschieben, wie ich das mit dir gemacht habe. Ich muss dir ja noch 15% abgeben. Das ist ja der Hohn an sich. Bei ihm reichen mir ja 10%. Und der fährt einfach klaglos den Berg rauf und wieder runter. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich kann deine Geschichten nicht mehr hören. Ich will auch mal vor die Kamera. Ich habe jetzt genug. Ich oute mich jetzt hier. Ich habe keinen Bock mehr. Wenn du gar nichts merkst, Zobel und ich, wir machen das jetzt, würde ich vorschlagen, wie die letzten 20 Jahre. Ja. Du radelst, ich schiebe mir die Kohle rein. Und Ulle soll einfach schauen, wo er bleibt, weil ich kann es nicht mehr ertragen. Aber komm, lass uns abbauen, noch, weil wir sind ja im Team, Wolfgang. Wir waren immer so... Komm, jetzt ist gut. Aber... Danke. Ciao.